das Wort Multiple Sklerose hatte ich gehört. Ja, aber ich wusste natürlich nicht, was das ist. Und dann habe ich nur einen Satz gefragt. Werde ich sterben? Und als der Arzt Nein sagte, war das für mich erstmal okay. Ich möchte eines Tages vielleicht mal wieder so den ersten Schritt machen. Mein Name ist Janine van de Venter, 35 Jahre, lebe in Wismar mit meinem Freund Jochen, meinen zwei Katzen und meinen zwei Hunden. 2001 wurde bei mir Multiple Sklerose diagnostiziert, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, wodurch Nerven kaputt, porös oder halt dann irgendwann einfach gar nicht mehr vorhanden sind. Ich komme nach meiner ersten Schicht nach Hause und dann hole ich Janine aus dem Bett. Dafür kriegt sie dann erstmal einen Kaffee ans Bett, damit wir auch gute Laune haben. Und zwar tue ich den in diese Flasche, weil sie im Bett mit der Tasse schlecht trinken kann. Guten Morgen. Ich lasse jetzt mal Licht rein erstmal. Ich helfe bei sehr vielen Verrichtungen, weil eben nicht alles funktioniert. Aber sie, ich muss wirklich sagen, sie ist eine Kämpferin und sie versucht alles, um alles Mögliche selbst zu machen. Ne? Es gibt auch Situationen, eben wenn Blase und Darm nicht ganz so gut mitspielen. Ich bin eine Frau. Ich möchte auch sexy sein. Und das verliere ich in dem Moment. Ich habe da keinerlei Berührungsängste und noch nie gehabt. Ich habe da schon relativ früh gelernt, damit umzugehen. Und auch mein familiärer Hintergrund, meine Schwester ist behindert. Das ist eins der größten Probleme in einer solchen Beziehung, ist immer, dass derjenige, der Hilfe braucht, sie ungern anfordert. Ich war mit meiner Familie im Urlaub an der Ostsee. Und eines Morgens sind wir vom Haus zum Strand gelaufen. Und irgendwie nach 200 Metern ungefähr sagte ich, dass ich nicht mehr kann. Es ging wirklich gar nichts mehr und plötzlich saß ich auf dem Boden. Der Tag der Diagnoseabholung. Es ist für mich heute wie ein Rausch, wie ein Film. Wie alles lief einfach nur an mir vorbei. Das Wort Multiple Sklerose hatte ich gehört. Ja, aber ich wusste natürlich nicht, was das ist. Und dann habe ich nur einen Satz gefragt. Werde ich sterben? Und als der Arzt Nein sagte, war das für mich erstmal okay. Es hieß nach meiner Diagnose so, jetzt bist du krank und du bist chronisch krank. Du musst jetzt erwachsen sein. Und ich war 14 und wer ist mit 14 erwachsen? Fatigue, Blasen- und Darmprobleme, Überempfindlichkeit, Sensibilitätsstörungen, hoher Erschöpfungszustand, Konzentrationsschwäche, Lähmungen, Spastik, schlaflos. Also es gibt eine Menge Anzahl noch von unsichtbarer Symptome, die jeden Tag da sind. Es ist unheimlich wichtig mit MS. Ruhe zu finden. Wenn ich meditiere, Dunkelheit, meine Musik dazu, guter Duft, dann bin ich ich. Ich glaube zu denken, wieso ich? Der war da, ja, dieser Gedanke war auf jeden Fall da, aber der hat sich dann im Laufe der Zeit gelegt. Und jetzt denke ich, wieso denn nicht ich? Ich bin ja nichts Besonderes der Welt. So. Ich bin eine Frau im Rollstuhl und
Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nur weil man behindert ist, muss man nicht behindert aussehen. Das Zittern macht sich auch immer ganz gut, weil man das auch immer super mit dem Schminken so verbinden kann. Und dann hat man Farbe drauf. Fertig. Ich mag mich mittlerweile sehr. Ja. Es gibt natürlich hin und wieder Situationen, da mag ich mich nicht so sehr. Aber das liegt eben daran, weil ich auch sehr viel reflektierter bin als damals. Ich bin mit 17 zu Hause raus. Ich glaube tatsächlich, dass auch selbst meine Eltern nicht wussten, wie sie jetzt, was sie tun sollen, weil es so eine große Aufgabe plötzlich ist. Meine Mutter und ich hatten immer irgendwie Probleme. Ich glaube, jetzt, heute betrachtet, hätten wir gemeinsam Hilfe gebrauchen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meinen allerersten Freund. Ich war auch noch nicht ganz angekommen im Leben. Ich habe Alkohol getrunken, habe Drogen genommen. Als ich 19 Jahre alt war, war meine Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass ich nicht mehr laufen konnte und habe dann mir einen Rollstuhl besorgt. Er sieht schick aus, finde ich. Ich nenne ihn immer mein Porsche oder Ferrari. Als ich 2016 dann nach meiner längeren Therapie nach Hause kam, trennte ich mich von meinem damaligen Freund. Und so bin ich dann in ein betreutes Wohnen gezogen. Ich hatte in diesem Heim eine ganz tolle Nachbarin. Sie lud mich zum Abendessen ein und ihr Bruder kochte. Und das ist Jochen. Jochen hat gesagt, ich baue dir ein Zuhause. Ich schaffe dir ein Zuhause und das macht er. Ich bin früher mit einem kleinen LKW durch ganz Europa gefahren und war quasi nie zu Hause. Und jetzt bin ich immer zu Hause. Also das ist schon eine große Veränderung, ne? Aber es ist auch okay, weil ich mochte dann auch keine Autobahn mehr sehen irgendwann. Nicht nur ich habe in diese Beziehung ein Päckchen mitgebracht. Auch Jochen hat sein Päckchen. Jochen hat eine bipolare Störung. Damals hat man manisch-depressiv gesagt. Unsere Beziehung ist turbulent, interessant, aber auch weich, manchmal hart, aber wunderschön. Und wir sind zu einer Einheit zusammengewachsen. Das mussten wir aber auch erst lernen. Ich habe wirklich Angst gehabt, ob ich das emotional bewältigen kann. Ich war vorher auch 20 Jahre verheiratet. Das ist schon ein paar Jahre her, dass wir geschieden sind. Aber ich habe niemals gedacht, dass ich eine so junge Frau noch mal kennenlerne, aber die halt durch ihre Behinderung eben auch Ansprüche hat, die nicht jeder hat, ne? Wir fahren jetzt zu meinem Sport, in meinem Sportzentrum, Physiotherapie, zweimal die Woche. Und ja, da freue ich mich drauf. Hallo. Hi. Na? Soll ich dir vielleicht einmal behilflich sein? Gerne. Ich merke, dass mein linker Arm nicht so gut funktioniert gerade. Dann nimmst du erstmal beide Hände und bewegst ihn nach oben, okay? Dreimal, dann machst du eine Pause, ne? Nicht übertreiben. Also ich habe mir ja so ein Ziel gesetzt. Ich möchte eines Tages vielleicht mal wieder so den ersten Schritt machen. Und ich arbeite auch ganz doll dafür, dass sich das eventuell erfüllt. Wir wollen heute die Rumpfstabilität aufbauen und auch die Armkräftigung. Und damit sie das kombiniert bekommt, ist es wichtig, dass sie ein bisschen von der Lehne wegkommt. Das probieren wir jetzt einmal aus.
Also wir haben auch schon Verbesserungen erreicht. Nämlich, also sie ist viel kräftiger in den Armen geworden. Auch die Rumpfstabilität, die ist schon gegebener. Ich glaube, was man auf jeden Fall niemals von ihr behaupten kann, ist, dass sie ein Mensch ist, der aufgibt. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass sie irgendeine Übung sagt, nee, ich kann das nicht oder ich will das nicht. Das tut einfach was, ja. Es ist einfach schön. Ich werde gebraucht und zwar von meinem Körper. Jetzt sind wir in Ziro am schönen Ostseestrand und wollen mal die Hunde, die hier gerade ein mächtiges Theater machen, ein bisschen ausführen. Und uns tut der Schliff frische Luft auch mal ganz gut, ne? Ich war schon immer gerne draußen. Und deswegen ist es mir einfach immer noch unheimlich wichtig, raus zu können und am Leben teilzunehmen, wenn es nur spazieren ist. Ich bin hier und ich habe Bauchkribbeln. Toll. Ich finde, dass wir uns gegenseitig sehr viel Halt geben. Wir sind ja nun beide chronisch krank, kann man sagen. Und wir sind sehr wichtig füreinander geworden und halten uns gegenseitig aneinander fest. Ich bin manchmal ein bisschen speziell, aber Jochen hält das ganz gut durch. Und ich dich auch. Genau, ich bin ja auch manchmal etwas speziell. Ja. Ich bin realistisch. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich weiß, wo ich hin will. Aber die MS kann trotzdem doch noch mal dazwischen kommen und irgendwie alles rausreißen. Aber darüber denke ich nicht nach, sondern ich lebe jetzt und heute und hier und lebe den Moment. Ja, das ist das Größte und Wertvollste, was mir diese beschissene Krankheit geben konnte. Sie hat mir gezeigt, wer ich bin. Und da bin ich dankbar für. Ich habe keine Angst vor morgen. Hat dir dieser Film gefallen? Dann schau dir doch noch die weiteren Filme auf diesem Kanal hier an.